No. Da war's. Ey, ich hab's auch nicht gut. Dir geht's gut, oder? Hi, mein Name ist Kili. Also ich wohne in Nürnberg. Ich bin gebürtiger Hofer und da auch aufgewachsen. Dann bin ich zum Studieren nach Nürnberg gezogen und jetzt arbeite ich im Büro für Gender Diversity in der Universität in Nürnberg. Und dort machen wir uns stark für Frauen und für Homosexuelle und Trans-Intergender und versuchen die Quote zu erhöhen, dass alle, jeder der möchte, studieren kann und auch promovieren. So. Ich bin der Max und ich habe in München studiert, habe dort meinen Masterabschluss gemacht in Mechatronik und seit 2 Jahren arbeite ich dann bei der Rational AG und die produziert Küchendämpfer oder Kombidämpfer für Großküchen und dort arbeite ich in der Produktentwicklung. Ja, genau. Ja, also ich kann mich total gut mit meiner Arbeit identifizieren und gerade mit Geräten, die ich halt dann auch von meinem Hobby her verwende, weil ich gern koche und deswegen kann ich mich sehr gut damit identifizieren und arbeite deswegen auch sehr gern da und mache meinen Job sehr gerne. Zuerst mal gibt es auch in Deutschland in unterschiedlichen Ländern wie Bayern und Berlin verschiedene Dialekte. Das kommt darauf an, wie du aufgewachsen bist, was deine Eltern sagen und wie die Sprache sich in Kindheit, Schule und auch mit Peergroups, Freunden entwickelt. Und den nimmt man irgendwie an. Und ich glaube, am besten für euch zu lernen ist es, wirklich Hochdeutsch zu sprechen. Weil damit kann man in ganz Deutschland mit jedem Kontakt halten. Ich koche sehr gerne Italienisch und Asiatisch mit dem Bock und da wir öfters auch in Südostasien schon im Urlaub waren, haben wir viele Kochkurse gemacht dort und deswegen kochen wir das auch sehr gerne. Also die meisten Leute, die ein Auslandssemester machen, die studieren, denke ich, in Spanien. Warum, weiß ich selber nicht, aber ich gehe einfach davon aus. Und ich glaube, Russland, das ist schwierig. Ja, das ist halt sehr schwierig, in, sag ich mal, nach Russland die ganzen Anträge, weil es nicht in der Europäischen Union ist, in der EU. Und dadurch ist halt ein ziemliches Gerassel. Ich denke, es ist unterschiedlich, dort zu reisen, weil in Europa ist es sehr einfach zu reisen, da ist alles sehr durchgetaktet und man kann das sehr leicht bereisen und in Asien ist es einfach schwieriger. Vom Vergleich her mit den Öffentlichen ist es ein sehr gutes Beispiel, weil du einfach sehr schwierig dich auf die öffentlichen Verkehrsmittel verlassen kannst und das ist halt noch mit mehreren verschiedenen anderen Sachen auch so. Also ich denke, ihr kriegt jetzt 9 gleiche Antworten. Der Manuel, der das heute organisiert hat für uns, der hat hier in Russland schon sehr oft gearbeitet und hat hier 17 Mal, glaube ich, gearbeitet. Und wir haben einfach in unserem Freundeskreis gemeint, wir wollen jetzt mal zusammen einen Urlaub machen, in einer großen Gruppe. Und hat er den Vorschlag gebracht, wir sollen noch nach Moskau gehen, das ist sehr schön und sehr aufregend, ganz anders wie bei uns. Und deswegen haben wir das jetzt gemacht und er ist quasi unser Reiseleiter hier im Urlaub. Hier in Moskau ist das Wetter nicht ganz so gut. Und dann habe ich dich gefragt, was denn die richtigen Monate zum Reisen wären. Dann hat ihr gemeint, von Mai bis August. Und ja, dann haben wir wohl nicht den richtigen Monat erwischt, hier zu reisen. Wobei wir in Deutschland finden, dass zu Moskau gehört irgendwie kaltes Wetter und Schnee. Also wir finden es eigentlich ganz gut, dass es jetzt im Moment kalt ist, weil es für uns zu Moskau dazugehört.
sich vorab schon mal um den Tisch im Zelt kümmern, denn es ist sehr schwierig, überhaupt ins Zelt reinzukommen. Wenn man am Wochenende ins Oktoberfest gehen will, bekommt man als Normaler gar keinen Platz, wenn man eigentlich eine Reservierung benötigt. Heißt, wenn ich da als Tourist hingehe, muss ich mich im Vorfeld schon mal eigentlich darum kümmern, dass ich überhaupt einen Platz bekomme. Sonst bin ich nur draußen und bekomme die Party überhaupt nicht mit, sondern nur das Drumherum mit den Fahrgeschäften. Und natürlich gehört dann auch eine Maß Bier dazu zu trinken. Ich denke, ich würde in eine Bar gehen und Wodka trinken und würde mich freuen, wenn ich nicht mehr mit den Händen bestellen müsste.